Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Dafür wird der selbsternannte Balkon-Ultra gerade im Netz gefeiert. Dabei kann Pyrotechnik bei bis zu 2000 Grad auch schnell gefährlich werden. Rund um die Münchner EM-Arena, an den Fanzones und auf der Leopoldstraße ist Pyrotechnik deshalb verboten. So steht es im Sicherheitskonzept der Polizei München zur Euro 2024. Wir haben an den Spieltagen bis zu 2000 Kolleginnen und Kollegen zusätzlich im Einsatz, die wir im ganzen Stadtgebiet verteilt haben. Die sind also nicht nur im Stadion, sondern die sind in der Fanzone, die sind in der Innenstadt, da wo es erfahrungsgemäß zu feiern kommt. Und das heißt, sie werden da sehr viel Präsenz, Polizeipräsenz sehen. Wir rechnen damit, dass es zu entsprechenden spontanen Feiern kommt. Die werden wir im üblichen Maß zulassen. Ich kann allerdings nur appellieren, sich an die Regeln zu halten. Außerdem gilt rund um die EM-Stadien und Fanzones ein Drohnenflugverbot. Die Polizei setzt auf ein friedliches Miteinander. Fairplay soll auch neben dem Platz gelten. Rassismus, Antisemitismus, jede Form von Menschenverachtung akzeptieren wir nicht und werden wir entsprechend einschreiten. Da gilt für uns die Nulltoleranz, unabhängig davon, ob das jetzt eine Europameisterschaft ist oder nicht und unabhängig davon, wer das sagt. Auch die Gefährdungslage durch Terror hat die Polizei ganz genau unter Beobachtung. Wir haben keinerlei konkreten Hinweise, dass irgendwelche Anschläge oder sonst irgendwas geplant sind. Wir haben eine abstrakt hohe Gefährdungslage in ganz Deutschland und da sind wir entsprechend darauf vorbereitet. Ansonsten haben wir tatsächlich ein tolles Fußballturnier, wo wir natürlich damit rechnen müssen, dass es mal rivalisierende Fangruppen gibt oder Fangruppen, die tatsächlich auch über die Stränge schlagen. Da sind wir entsprechend vorbereitet. Aber wir rechnen jetzt nicht mit besonders großen Gefährdungslagen, weshalb man Angst haben müsste. Neben den deutschen Beamten sind außerdem auch Polizisten aus den jeweiligen Gastnationen vor Ort. Beim Spiel Deutschland-Schottland wird also gleich doppelt in Blau-Weiß patrouilliert.